Hallo liebe Tastenenthusiasten, ihr habt ein Budget von 4.000 bis 5.000 Euro und sucht das perfekte Klavier dafür, dann kommt ihr an dem K200 oder E200 von Carbei nicht vorbei. Deswegen schauen wir uns das jetzt zusammen an. Eine verdammt interessante Alternative ist das Carbei-Klavier, Modell K200 oder wie ihr hier hinten seht, das E200. Es ist quasi das kleine Schwarze von Carbei und ja, es macht der Konkurrenz ganz, ganz ordentlich Dampf. Und vor allem, was die Spielart und das Design und den Sound angeht. Zuerst mal über die Firma. Die Firma Carbei, gegründet 1927, feiert gerade ihr 96. Jubiläum und ist ganz getreu meiner Linie der Sortimentauswahl ein extrem traditionelles Familienunternehmen, das im Moment von der dritten Generation Hirotaka Carbei geführt wird. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Firma kann man durchaus als jung bezeichnen und sie versucht sich durch den Slogan The Future of the Piano zu positionieren. Was heißt das nun? Naja, Carbei stellt akustische und digitale Pianos her und ist von seinem Mindset her meiner Meinung nach auch sehr, sehr klassisch und traditionell aufgestellt. Dennoch hat diese Firma einen Haufen Innovationen in ihren Instrumenten umgesetzt, wie zum Beispiel das ABS Carbon als Material in der Maschine einzusetzen oder die ATX-Stummschaltung mit den Sensoren in der Maschine statt unter den Tasten. Und warum begeistert mich jetzt diese Firma so? Ja, genau aus diesen beiden Gründen. Es sind Antagonisten, die bodenständige Tradition kombiniert mit Entdecker- und Pioniergeist, das ergibt einfach eine super Mixtur. Und wie jedes Unternehmen, das an sich arbeitet, stehen die Klaviere und Flügel jetzt auch wesentlich besser da als jemals zuvor. Die Modellreihe bei den Klavieren vergleiche ich eigentlich gern mit Konfektionsgrößen. Da haben wir S, M, L und XL. So ist bei Carbei die Reihe K15, K200, K300, K500. Der Ehrlichkeit halber gibt es dann noch die Modelle K400, K600 und K800. Die sind aber nicht für den europäischen Markt, beziehungsweise sind hier nie so richtig eingeführt worden. Es gibt einzelne Händler, die verkaufen, aber ist nicht der Mainstream. Deswegen ignorieren wir die und ja, so geht auch meine Konfektionsgrößentheorie auf. Mit dem K200 oder E200 bewegen wir uns in der Klasse M. Ich kann jetzt das auch in Zahlen ausdrücken, 114 cm hoch, 149 cm breit, 57 cm tief und 208 kg schwer. Es ist also ein relativ zierliches Klavier. Das E200 ist eine ziemlich interessante Alternative zum K200. Es unterscheidet sich absolut und einzig allein durch die Oberfläche, die ist nämlich matt, wie bei den Digitalpianos. Zum Zeitpunkt der Recherche lagen die Preise bei ca. 5.000 Euro für die Schwarz-Hochglanz-Ausführung mit Goldbeschlag und 4.000 bis 4.500 für die matte Ausführung. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Carbei ist durch die ganzen Preisvergleiche sehr volatil und es lohnt sich immer, die Tagespreise bei mir anzufragen, weil die sich immer ziemlich stark ändern. Alle Klaviere haben serienmäßig einen Moderator, also drei Pedale. Sie haben auch eine Soft-Close-Klappe. Beim E200 gibt es eine kleine Stummschaltung, beim K200 die reguläre Stummschaltung optional mit dazu. Die akustische Anlage. Ja, gründlich, robust und man kann sie eigentlich als ziemlich unspektakulär bewerten. Der Resonanzboden ist aus massiver Fichte, das ist gut. Verjüngend ist er ausgedünnt worden, damit die hohen Frequenzen mehr Spielraum haben. 10 Rippen, 4 Rastenbalken, das ist ein ziemlich solides, aber echt unkapriziöses Handwerk. Ich merke gerade, dass ich beim Reden ziemlich viel Fachjapanisch benutze. Ich werde ein Video mal machen über alle Fachbegriffe, was Rippen und Resonanzboden und so weiter und so fort angeht. Schreibt mir die Fragen einfach in die Kommentare. Zurück. Die Resonanzbodenfläche ist ca. 1,32 Quadratmeter groß. Das ist ganz schön beachtlich für so ein kleines Klavier. Aber ganz wichtig, Größe ist nicht immer die wichtigste Rolle. Zu der Mechanik und Spielart. Die Tasten, ja, sie sind belegt mit Acryl, das ist nichts Spektakuläres. Wir haben eine ordentliche Teilung, das heißt, der Knick fällt nicht allzu stark aus. Insgesamt ist die Spielart angenehm flüssig, sie ist eher leicht einzustufen. Das ABS Carbon macht hier aber wirklich den entscheidenden Stich, meiner Meinung nach. ABS Carbon hat eine extrem hohe Seriengenauigkeit. Was heißt das? Die Bauteile sind alle gleich. Und zwar nicht nur genau jetzt, wo es vom Band läuft, sondern auch in Zukunft. Und in der Vergangenheit. Alles, jedes Bauteil, alles reagiert gleich. Es ist gleich gefertigt. So ist das Regulieren der Mechanik wirklich zuverlässig und einfach klimastabil. Und es ist nicht so klimaabhängig wie bei anderen Herstellern, wenn du so imprägniertes Billigholz in der Maschine verbaut hast. Zu den Hammerköpfen. Die sind natürlich Eigenmarke. Sie besitzen einen Mahagoni-Unterkern.
insgesamt, das muss ich als Kritikpunkt ganz deutlich ausweisen, kommen die Klaviere in einem ziemlich rohen und ungeschliffenen Zustand bei uns im Einzelhandel an. Also müssen wir Klavierbauer wirklich jedes Instrument nochmal anfassen. Wir müssen es regulieren und intonieren, damit sein volles Potenzial auch wirklich ausschöpfen kann. Und wir alle wissen, dass halt, wenn du den harten Idealo-Preisvergleich hast, kannst du das nicht als Argument anführen. Und so kommt es einfach auf dem Markt vor, dass Kawai bei den Spielenden ein ziemlich geteiltes Echo erzeugen. Die einen arbeiten auf dem feinen, ausgearbeiteten Klavier und sind super zufrieden mit der Marke. Und die anderen, die halt irgendwie so ein rohes Klavier unter den Fingern haben, die sind nicht so zufrieden. So, jetzt genug erzählt, jetzt kommen wir zur Hörprobe. Es ist ein klarer, es ist ein crisper Klang. Der ist nicht so aufdringlich und nervend wie manch Mitstreiter. Das ist auch die eindeutige Positionierung, dass das Klavier etwas ruhiger und zurückhaltender ist. Alle Lagen sind ausgeglichen. Es ist ein sehr harmonisches Klavier. Du hast nicht 15.000 verschiedene Dynamikstufen, dafür brauchst du ein deutsches Klavier. Aber das, was das Klavier liefert, liefert es immer zuverlässig. Hörst du, ob es jetzt ausgearbeitet ist oder nicht? Ist ziemlich schwierig, aber ich kann euch sagen, das ist jetzt ein ruhiges, angenehmes Klangerlebnis, das sich auch beim langen Spielen überhaupt nicht nervt und stört. Du hast wie immer den Schwachpunkt in den unteren Bässen, da brauchst du einfach mehr Hubraum. Das K200 oder E200 ist ein absolut preis-leistungsstarkes Piano. Und wenn es ausgearbeitet und fein intoniert ist, hat es wirklich ein sauber, aufgeräumtes, ordentliches Spektrum an Klangfarben. Die Schwächen sind wie immer der untere Bass. Aber gut, irgendwo musst du dir das Geld sparen. Das nächsthöhere Klavier, also größer, wäre das K300 mit einer Bauhöhe von 122 cm. Das gibt es noch in der E-Version. Und wenn du jetzt die Konkurrenz betrachtest, findest du das entweder im Digitallager in Form vom Novus NV5. Das hat eine echte Klaviermechanik, aber eine künstliche Tonerzeugung. Oder wenn du bei Yamaha guckst, wäre es das B2. Und ich finde das K200 oder E200 einfach eine ziemlich, ziemlich coole Alternative. Zu mir, ich bin Thomas Kreisel, Klavierbaumeister in der 6. Generation und ich führe ein Fachgeschäft mit neuen und gebrauchten Instrumenten in Fürth bei Nürnberg. Ich wähle in regelmäßigen Abständen immer wieder ein interessantes Instrument aus und bespreche das für euch. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, dass ihr mir ein Like da lasst, mich abonniert, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und wenn ihr spezielle Besprechungswünsche habt, könnt ihr mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss!